Also es geht hier um ein Notebook, das ein Jahr nach dem Kauf 700 € wert ist, 3 Jahre nach dem Kauf ist es nur noch 400 € wert. Jetzt frage ich mich, was wird es 5 Jahre nach dem Kauf kosten, wenn ich da eine exponentielle Funktion bei der Wertentwicklung unterstelle? Und die Aufgabe B, was kostet es denn, wenn ich davon ausgehe, dass die Wertentwicklung eine lineare Funktion ist? Also jetzt mal so als Skizze. Ich habe hier einfach zwei Punkte, ja, 1 und 3 und ja, die 700, ja, und die 400. Und bei der exponentiellen Entwicklung gehe ich davon aus, dass der Kaufpreis sich so entwickelt. Naja, das ist vielleicht hier wieder weg. Mit einer dünneren geht es besser. So, also exponentiell gehe ich davon aus, dass sich das so entwickelt und immer mehr der Null annähert, ohne die Null zu erwischen. Bei der linearen Funktion gehe ich davon aus, dass der Kaufpreis so fällt. Ja? Also linear y ist mx plus t und exponentiell y ist ab hoch x. Die Mathematiker können also versuchen, die Zukunft vorherzusagen, aber sie haben eben nur Modelle. Die Vorhersage ist nur so gut wie das Modell. Deswegen ist es eine sehr schöne Aufgabe. Probieren wir es also mit also die a, ja, diese exponentielle Funktion. Ich habe dieses ein Jahr und 700. Das ist so ein Punkt, ja, 1, 700. Die Physiker würden hier kein x machen, sondern t, ja, und hier kein y. Also ich würde hier die Zeit nehmen, ja, so t, und hier würde ich einen Preis p sagen, und der Mathematiker macht meistens xy. Ja. Also einfach hier so x, y. Der zweite Punkt ist 3 und 400. 3, 400, ja, das ist x, das ist y. Und mein Modell geht jetzt davon aus, ich habe dieses, das ist mein Modell, ja, so y ist a b hoch x. So, und jetzt geht es einfach nur darum, das einzusetzen und A und B rauszufinden. Ich habe zwei Gleichungen, zwei Unbekannte. Die erste Gleichung lautet 700 gleich AB hoch 1. Die zweite Gleichung 400 gleich AB hoch 3. Dann kann ich hier zum Beispiel nach A auflösen. A gleich 700 durch B. Ich mache eine Klammer drum und setze es an die Stelle ein. Die Klammer braucht es nicht, die mache ich aus Prinzip. 400 gleich, also hier die 700, 700 durch B, ja, in Klammern, weil es einfach, ich gewöhne mich daran, dass ich die nie vergesse. Manchmal ist sie wichtig, hier nicht. Und jetzt kann ich kürzen, also B und B hoch 3, dann bleibt ein B² übrig. Nächste Zeile. 400 gleich 700 mal b Quadrat, dann dividiert durch 700. Und auch die Wurzel kann ich ziehen. So. Und jetzt habe ich dann b ist ungefähr 0,76, also 755. An der Stelle runde ich, weil es eine Textaufgabe ist. Und ich, ja. Und ich mache kein Plus-Minus-Wurzel. Ja, also in der Mathematik würde ich jetzt Plus-Minus-Wurzel aus Word machen. Aber ist ja eine Textaufgabe, ist ein Modell, geht im Notebook, da ist klar, das ist alles unsicher. Also hier darf ich, bei dieser Textaufgabe darf ich runden. Und das A finde ich, da habe ich ja hier oben, da muss ich jetzt dieses wieder zurück einsetzen. Ja, also da gehe ich hier zurück und dann bekomme ich mein A. Also a gleich 700 durch 0,76. Wer 0,755 hat, kriegt ungefähr ein anderes Ergebnis. Und was kommt raus? Ich muss nachschauen. Ja, 921. 921. Und damit lautet die Funktion, die mich interessiert. Y ist 921 mal 0,76 hoch x. Das ist jetzt ziemlich mathematisch. Also ich könnte jetzt sagen, der Preis von t ist, diese 921 ist der Startpreis. 0,76, so wird man es vielleicht in der Wirtschaft machen, und t in Jahren. Also 24% Wertverlust pro Jahr habe ich. Also so wird. Aber ich bleibe jetzt hier mal bei der mathematischen Version. Das ist meine Funktion. Die Frage war dann, was ist nach 5 Jahren? Ja, dann mache ich für y gleich, für x gleich 5. Ja, also 5 Jahre, also x gleich 5 einsetzen, y gleich 921 mal 0,76 hoch 5, und das ist dann ungefähr 233
Und das ist die Antwort. Zurück, da will ich hin. So, ein bisschen Platz machen. Also Antwort etwa, naja, 230 Euro. 200 € ist ein grobes Modell. Aber die Exponentialfunktion passt für den Wertverlust von Autos und Notebooks eigentlich ganz gut. Am Anfang ist der Wertverlust groß, dann wird er immer kleiner. Ob ein Auto 10 oder 12 Jahre alt ist, macht nicht viel Unterschied. Dennoch schauen wir uns jetzt mal die lineare Funktion an, auch wenn hier das nicht so schön passt. Also ich habe wieder 1, 700, 3, 400. Also das ist xy, xy und die Funktion lautet ja y gleich mx plus t und dann habe ich eben wieder zwei Gleichungen und zwei Unbekannte. Also 700 gleich m mal 1 plus t, 400 gleich m mal 3 plus t. Ja, zwei Punkte, eine Gerade und so weiter. Ich könnte das hier nach t auflösen. T gleich 700 minus m und setze dann das brauche ich nicht hier. Irgendwie, also wieder in eine Klammer aus Prinzip und dann da einsetzen und dann habe ich hier 400 gleich 3m plus Klammer 700 minus m. Also die Klammer ist egal, weil hier ein Plus ist, aber wenn da mal kein Plus ist, dann ist die Klammer sehr wichtig. Jetzt bekomme ich im nächsten 400 gleich 3 minus m ist 2m. 2m plus 700 und minus 700 und dann durch 2 und erhalte die Steigung, ja, m gleich, was habe ich denn, minus 150. Ja, ziemlich heftig bergab. Ja, in wenigen, genau, weil x sind die Jahre und das andere sind die Euro und dann in einem Jahr geht es runter. Und das t ist 700 minus 150 gleich 850. Also nach dem Modell wäre jetzt der Verkaufspreis 850 Euro. Das ist, da geht's los. Und jetzt könnte ich fragen, wie schaut es nach 5 Jahren aus? Ja, so nach 5 Jahren, Doppelpunkt, und dann hätte ich einfach y gleich minus 150 mal 5 plus 850 und bekomme was raus. Aber ich glaube, in der Aufgabe hieß es, wann ist es 0? Wann ist es 0? Fragezeichen, also Nullstelle. Ich habe die minus 150x plus 850 ist gleich 0 auflösen nach x plus dividiert. X ist dann 17 Drittel. 17 Drittel ist ungefähr 5,7 Jahre. Also nach dem zweiten Modell ist mein Notebook nach etwa, also 5, 2 Drittel, ja, nach etwa knapp 6 Jahren 0 Euro wert. Und nach dem anderen Modell hat es immer noch einen gewissen Wert. Ja, das nähert sich da. Nach dem Modell nähert sich der 0 beliebig nahe an. Aber es ist immer noch größer 0. Genau.